Guten Mittag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum weiteren Süßigkeiten-Test von der Marke Z-Candy. Also wieder, die wollen so ja die klassischen Süßigkeiten-Produkte ein bisschen aufleben lassen. Und wir schauen uns von Z-Candy den Screamers Big Lick an. Kenne ich auch noch von meiner Kindheit, nicht so oft gegessen, aber bestimmt 1 bis 5 Mal insgesamt. Also schon ab und zu mal probiert. Big Lick, ich weiß selber eben nicht mal, wie das jetzt gemeint ist, ob da so eine Art so Lutscher ist, den man dann taucht in so eine Flüssigkeit, so ungefähr stelle ich es mir gerade vor, aber wir lassen uns selber überraschen, mit Blue Razz Geschmack. Blue Razz, also blaue Himbeere, oh, einer meiner Lieblingsgeschmäcker, egal bei was, sehr cool. Flüssig Candy Roller, sauer. Okay, saure Stufe ist 1 von 3, also soll jetzt nicht so sauer sein. Blue Razz, alles in so einem schönen blauen Design gehalten. Finde ich auch optisch ansprechender bis jetzt als diese zu funky Produkte. Da geht's noch, finde ich. Wir haben auf jeden Fall 60 Milliliter. Glutenfrei, vegetarisch, halal. Ich hoffe, ihr hört diese Rede jetzt nicht. Dann hergestellt bzw. vertrieben von der Z-Candy BV im Driebersgeweg in den Niederlanden auf jeden Fall. Schöne Grüße aus den Niederlanden. Made in PRC, Private Republic China. Keine Ahnung, ich denke mal aus China. Vertrieben durch die DOK Kindersüßwaren GmbH. Ah, okay, die Marke ist Z-Candy, aber vertrieben auch durch die DOK. Choking Hazard Small Parts, not for children under 3 years. Okay. Made in facility that process milk, hergestellt in einem Werk, in dem Milch verarbeitet wird. Ja gut, Leute, das ist auf jeden Fall das Ding. Ich sehe, wir haben hier, doch natürlich haben wir eine Zutatenliste. Und wir haben auch Nährwertangaben. Okay, Nährwertangaben je 100 Milliliter diesmal. Okay, weil es ja eher so ein Saft ist. Aber ich bin selber noch gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es bewerten soll. Auf jeden Fall keine Gesundheitsempfehlung. So, wir haben einen Energiewert von 1275 Kilojoule bzw. 300 Kilokalorien. Fett haben wir 0 Gramm, davon gesättigte Fettsäure 0 Gramm, Kohlenhydrate 75 Gramm, davon Zucker 62 Gramm, Eiweiß 0 Gramm, Salz 0 Gramm. Okay, ja, aber dadurch, dass man es ja auch nicht trinkt, sondern eher dann so lutscht, ist es mehr oder weniger in Ordnung. Aber für Flüssigkeit, so viel Zucker ist halt krass. Aber dadurch, dass man es nicht direkt trinkt, das wäre natürlich noch viel schlimmer, weil es richtig schnell ins Blut geht. Ja, kommen wir zu den Zutaten. Wir haben eine flüssige Süßware, so wird das Produkt beschrieben. Zutaten, Hauptzutat, Glucose-Fructose-Sirup. Okay, Hauptbestandteil ist Glucose-Fructose, reiner Sirup. Dann Wasser, Säuerungsmittel E330, E270 und E296, schreibe ich natürlich alles dazu. Dann künstliche Aromen, dann Konservierungsstoffe, E202 und E211, schreibe ich auch dazu, aber ja, heutzutage sollten keine Konservierungsstoffe mehr auf dem Markt bestehen, die rein für die Konservierung des Produkts zuständig sind. Und Farbstoffe haben wir E133, schreibe ich auch dazu. Ja gut, Leute, Gesundheitsnote mit den Konservierungsstoffen und ne, weil es so flüssig ist, gibt es eine 5+. Also absolut keine Gesundheitsempfehlung. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr den Big Lick von Screamers findet, würde mich interessieren. Ansonsten, ja, machen wir das Ganze jetzt mal auf und gucken mal, was das überhaupt ist. Ah, okay, also es ist tatsächlich, soll ich daran schon lecken jetzt? Ah, also es ist so eine Kugel, die dreht sich, wenn man dran leckt und verbindet sich dann automatisch mit der Flüssigkeit drunter. Sehr sauer, also nicht zu sauer, aber schon sauer. Süß. Was ich mich frage, was ist das für eine Kugel? Stop! Wow, okay, wir sind wieder da wegen der blöden Sirenenwarnung, die auf mein Handy dann auch kam, ist das Video abgebrochen, da könnte ich schon wieder kotzen, weißt. Aber naja, wir waren gerade beim Geschmack, ich habe schon gesagt, ist ein bisschen sauer, hat einen angenehmen, süßlichen Blaubeer-Razz-Geschmack, also wenn man so, ne, alles künstlich, aber schmeckt angenehm. Was mich ehrlich nur ein bisschen nervt, ist die Aufnahmeart. Also an diesem Ding da zu lecken, um da ein bisschen von diesem Flüssigkeitsgift, flüssigen Gift gefühlt, einer Spaß halt, aber aufnehmen zu können. Ich weiß ja nicht. Gibt es, finde ich, coolere Möglichkeiten. Also ist lecker, aber dran die ganze Zeit zu lecken, das irgendwie stört mich das ein bisschen, ich weiß nicht. Also Geschmacksnote, rein vom Geschmack wäre es eine 1-, aber im Zusammenhang mit, ja, wie man es irgendwie aufnimmt, gibt es irgendwie eine 2. Kann man mal machen, kann man mal probieren, aber auf jeden Fall eh für alle, die sich gesund ernähren wollen, natürlich eh nicht, aber ja, ist jetzt nichts, was mich auch mega unhaut von der Art so her. Naja, Leute, das war's mit dem Screamers Blue Razz Big Lick
von Zed Candy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Und jetzt aber wirklich mit der richtigen Aufnahme. Bis heute Abend wieder bei einem weiteren Spieletest. Mortal Kombat natürlich. Ich freue mich mega. Und bis heute Abend, Leute. Ciao, ciao.